Beneath torchlight, a darkness gathered. Three heroes confronted the beast called Ordrak. Yet even in death, Ordrak's corrupted heart endured and called out. Heroes may fall, hope may fade, but new heroes will rise. Moin moin Leute und willkommen zu Torchlight 2 oder wie viele es nennen, das bessere Diablo 3. Das werden wir mal herausfinden. Diesmal mit Asmodin. Es wird ein Let's Play Together. Parts werden ja, damit vielleicht nicht allzu häufig hochkommen. Aber, ne, so langsam aber sicher spielen wir uns hier mal durch. Wir tun, was wir können. Gegenüber Guild Wars 2 hat das ja auch mal irgendwann vielleicht ein Ende. Das wird kein endlos LP. So, ja, Asmodin spielt einen Engineer. Und ich werde einen Ember Mage spielen. Habe ich schon in Torchlight 1 gemacht, einen Ember Mage gespielt. Privat spiele ich noch einen Outlander. Und ich werde mich auf Frost konzentrieren. So, der Destroyer. Was sagt er denn? You should carry on to the Asterian Enclave, but you're on your own. Warn them that the Alchemist destroyed Torchlight and is headed their way. He may be there already. Ja, das Intro habe ich vorher am besten vorher noch reingeschnitten. Der Alchemist hat halt das Herz des letzten Oberbösewichts, ich habe den Namen vergessen, und hat Torchlight zerstört und ist da auf dem Weg zur Asterian Enclave. So, da hier die Story nicht wichtig ist, werde ich es auf Englisch spielen. Also ich habe gar nicht die Wahl, auf Deutsch das zu spielen. Du hast das über Steam gekauft, ne? Ja, da gibt's nur Englisch, Polnisch das und... Die deutsche Variante, ja, weil es polnische Entwickler waren, sind. deswegen ist das. So. Oh, okay, interessantes Ding. So, wir entdecken auch wieder alle Karten immer, würde ich sagen, ne? Alles klar, gutes altes Diablo-Stil, das geht auch recht gut mit Torchlight. Die Minimap, damit kann man gut arbeiten. Apropos Minimap, die sollte ich mir mal... Moment, M war das, ne? So, das ist die Ansicht, die ich mag. Okay, schießt durch meine Feuerattacke, aber die werde ich sowieso später zurücksetzen. Sammel ich jetzt eigentlich alles ein? Oder nee, das steht in den Ladebildschirmen, da gibt es immer mal gute Hinweise. Alles, was man an Loot sieht im Multiplayer-Modus, gehört einem selbst. Du siehst also was anderes als das, was ich sehe. Man klaut sich also nicht gegenseitig Loot. Kann aber trotzdem sein, dass du was Gutes für mich findest oder umgekehrt. Ja, das verkaufe ich dann natürlich, weil es ja für mich ist. Ja, genau. Genau.
weil du so ein netter Mensch bist. Ich hab ein Stuff gefunden mit 29 Schaden und 3 Sockeln. Ah, okay, schauen wir uns gleich mal an. Wie viel Schaden? 29, aber 3 Sockel. Ist besser als meiner. Wie gebe ich dir den? Tja, ich mach mal Rechtsklick auf mich. Ich lass mal Linksklick und Trade. So, dann werden wir mal den Ladebildschirm. Ah, okay. Zeigen. Okay, ich habe, glaube ich, gerade nichts gefunden, was für dich gut wäre. Ja, gib mir 200 Gold, dann stimmt das so. Ja, genau. Den Rest kriegst du dann einfach später irgendwann. Jetzt hättest du auf Guild Wars 1 zurückverweisen können. Oh ja, was ich dich da mit Platin vollgestopft habe. Oh. Da hast du noch einige Schulden. Und ich nehme Zinsen, ja. Das weißt du. So. Dann wollen wir auch mal Punkte verteilen. Sind gerade ein Level aufgestiegen, du auch. Jupp. So, es ist hier bei jedem Stärke erhöht den Waffenschaden. All Weapon Bonus Damage, dann wenn Performing Critical Strikes. Sehr gut. Waffenschaden, da werde ich gar nicht so viel drauf setzen. Ich will irgendwann da einen Zauber reinsetzen, den ich einfach standardmäßig mache. Ich möchte so viel Mana haben. Dodge ist okay. Genau, Critical Strike und dass man weniger getroffen wird hauptsächlich, ist auch gar nicht mal schlecht, das wirkt sehr gut. Dann Magic Damage. Ach, das Ding läuft mit, dieser Roboter, cool. Ja, der geht auch immer nur bei jeder Map weg. Also ich habe es ja auch einmal ganz kurz angespielt gestern, so 10 Minuten, auch in Engineer. Ja. Und hatte da den dann auch schon und so, war schon ein paar Level. Also ich werde, soweit ich keine Probleme kriege irgendwie im Spiel, wir spielen gerade auf normal, werde ich mal probieren, 3 Punkte im Mana zu stecken und einen Geschicklichkeit, eine Vitalität. So. Ja, ich steck dementsprechend viel in Vitalität und einfach nur Kraft. Ja, ja. Gerade. Also später auch noch mit Mana, aber gerade geht's mir ein bisschen. Ja, mein Outsider nimmt auch noch fast keine Mana-Punkte. So, und Icy Blast, das wird hoffentlich später irgendwann mein Standardangriff. Juhu! So, dann machen wir mal weiter. Wo sind die kleinen Ratten? Lass uns die ordentlich vertrimmen. Es gibt hier größere und kleinere Karten in Torchlight. Also die. So, die prallen auch noch ab. Sind nicht zielsuchend leider. Es gibt ja manche zielsuchenden Dinger. Aber die funktionieren ja auch. Und später. Der lässt sich halt durch andere Fähigkeiten auch noch gut upgraden, dieser Angriff. So, hier macht's doch Spaß, hä? Hier rein. Ich komme ja gar nicht zu den Gegnern, Mensch. Was? Da unten ist noch ein Gegner. Hier, machen wir mal händisch. So, lauf noch nicht ganz so weit vor. Ich möchte noch kurz mit dem Kerl hier reden. Was machst du denn? Danke, dass du mich gerettet hast. Was nehmen wir denn? Hat er was Nettes? Wir haben, glaube ich, noch keine Schuhe. Ice Death ist natürlich nett, aber die Stabe hier am Anfang sind sowieso noch für den Arsch. Vor allem möchte ich mal einen Fernkampfstab. Ich glaube, die Einhändischen sind Fernkampf. Hoffe ich zumindest. Also für mich gab es zumindest einen vernünftigen neuen Hammer. Was macht da eigentlich dein Roboter gerade? Was ist das für einer? Der heilt. Der heilt uns immer so intervallmäßig. Nett. Healing Bot. Weil sonst hat man keine automatische Recovery. Das ist nämlich das Interessante. Außer man hat dann Gegenstände, die das machen. So, wollen wir? Das ist ein einhändiger Hammer und der macht mehr Schaden als eine Zweihandwaffe. Wie geil ist das denn? Tja. So, Hündchen kommen. So, Dead Vanquisher. Hier unten sind noch ein paar kleine. Okay, zielen kann man beschissen mit der Attacke. Ist mir aber auch wurscht. Ich brauche nicht zielen. Mein Mana ist low. Ich weiß, warum ich so viele Punkte im Mana reinpacke. Ich brauche kein Leben, ich brauche Mana. Ja, oh, dafür haben wir meinen Heilbot zum Leben heilen. Genau, hier. Das haben wir auch noch. So. Da sollte dir nichts passieren. Ah, hier vorne gingst du noch runter. Oh, okay. Stimmt. Gutes Auge. Und hier ist ja auch was. Und Level 3 sind wir schon. Die ersten Level gehen extrem schnell. Und auch sonst kann man sich zumindest anfänglich zweistelligen Bereich nicht darüber aufregen, dass das langsam gehen würde.
So, und der nächste Punkt kommt auch noch. Ich müsste ja erstmal auf Tier 1, glaube ich, das Ding haben. Ja. Denn dann wird nicht deren Schaden nochmal kurz reduziert, den sie machen. The Energy Pulse, Auros. Achso, mein Bot kann später auch Mana regenerieren. Das fällt mir gerade auf. Oh, ich liebe jetzt schon deinen Bot. Am besten ja, auch die Reichweite etwas erhöhen. Ja, das macht das alles später schneller und so, aber muss ich erstmal. Das dauert noch. Das dauert. Bei mir auch viele Sachen. Wird seine Reichweite auch mehr erhöht, in der das wirkt? Weil ich merke, dass ich öfters mal draußen stehe. So. Geht's hier nicht? Ach, da war ein Hündchen. Okay, wir müssen hier hinten rum. Du feiger Hund, bleib hier! Ah. So. Oh. Okay, hier kommen jetzt pyromanische. Ah, dicker Kerl. Ah, mein Mana reicht mir noch gar nicht. Ich habe ein magisches Item. Oh, Golden Key hast du. Die sind immer nett. Ja. Weil es sind auf, ich glaube auf der Karte noch nicht. Aber auf den anderen größeren Karten sind immer goldene Kisten versteckt. Und ich dachte immer, die wird es automatisch geben. Also pro Karte dann auch mindestens ein goldener Key zu finden ist. Ist vielleicht auch gar nicht. Ich bleib auf zwei Handwaffen, das ist viel cooler. Ich habe zwar jetzt eine coole Einhandwaffe gefunden, aber das nervt mich irgendwie. Ja. Ach, so ein dicker. Ich habe jetzt so eine ordentliche Streitaxt hier. Apropos, ich sollte mal mein Pet auf aggressiv stellen. Weil das Pet kann alleine auch schon viele Sachen machen. Zum Beispiel den kleinen Schiss töten. Da braucht man dann nämlich nicht selbst hinterher rennen, wenn da irgendwo in der Ecke ein Gegner ist. Ja, stimmt. Dass du leuchtest, irritiert mich. Ich denke jedes Mal, da ist ein besonderer Gegner und möchte draufschlagen. Danke. So, erstmal hier oben lang. Jo, hier, Golden Chest, ich sag's dir. Ah. Okay, du kannst die aufmachen. Das gilt dann also tatsächlich zusammen. Okay, wir haben Ember, ne? Diese Kristalle. Die kann man, wenn man entsprechenden Sachen hat, auch sofort einsetzen, weil man kann sie nicht mehr verbessern wie in Torchlight 1 oder wie man es aus Diablo 2 zumindest ganz sicherlich kennt. So, ich gehe mal ganz kurz durch, ob ich hier ein paar bessere Items habe. Ich habe große Hämmer, ein paar. Einen großen Hammer? Ja. Was hat er für Fähigkeiten? Zwei Händer, 45 Schaden. Plus, also pro Sekunde sage ich immer, ne? Ja, ja. Dann plus 4 mal Attack Speed. Also das wird damit reingehen und 90% Interrupt Chance. Ja, kann ich gebrauchen. Gut, wir suchen erst nochmal weiter aus, ob da noch was anderes ist, was du brauchen kannst. Oh, nee, ich habe noch einen besseren. Wahrscheinlich, weil das ist ein einzigartiger. Braucht Level 8 oder mindestens 32 Stärke und 10 Fokus. Aber den kannst du trotzdem schon mal haben, weil der macht 80% Schaden pro Sekunde. Ach, die gebe ich dir einfach. Hier, lass mal handeln. Hier, dafür bekommst du das hier für deinen Stab. Okay, danke. Dann kann ich auch schon mal den anderen Eis reinsetzen. Sonst okay, ich wollte gerade sagen, klassisch Eisschaden für dich, dann brauchst du noch, auch. Brauchst du noch ein Käppchen? Eine oder? Mütze habe ich noch nicht, ja. Mütze hast du noch Brauchst nicht. Du noch einen Ring? Da gebe ich mit den hier mit. Ja. Und Handschuhe? Ich hätte nur Habe ich auch schlechte. Noch nicht, schmeiß rüber. Gut. Hast du ein Schulter-Ding? Schulter? Ja, zwei physischen. Ich hab. Ja, okay, ich habe noch mit plus einen. Warte, Pack rein.
plus ein Physical Armor und 8 Health kriegst du dann mal. Gut. Wunderbar, machen wir so. Du hast mir jetzt aber nichts gegeben. Hab ich doch, oder? Doch? Nein. Doch. Bei mir hast du nichts reingepackt. Hab ich das bei meinem Pad reingepackt oder so? Tatsächlich, Entschuldigung. Ich hab falsches Feld. Trade. So. Geiler das geht dann Kerl, zu dir, Alter. Oder? So, das biete ich dir dann an. Ja, Pet Inventory, dass das da unten ist. Es macht ja Sinn, dass man da gleich dann drauf kommt. Ach, der ist ja geil, ja klar, der ist. Und Alter, was für ein Schaden. Meine Herren, ey. Da kannst du den schon ausrüsten? Fände ich cool. Nee, noch nicht. Ich habe keine 10 Fokus und keine 32 Stärke. Ah, okay. Sogar noch mit dem Sockel und so, Alter. Ja. Das Ding ist nett, oder? So einen starken finde ich auf jeden Fall erstmal nicht, ey. Das kann ich dir aber sagen. Der macht ja das Dreifache von meinem jetzigen an Schaden. Tja. Jo, einen so. Devil, dann habe ich. So, hier irgendwelche Gegner? Nee. Dann wollen wir hier mal Warn the Asterians. Ich bin jetzt durchgegangen. Ich auch, ich bin auch schon drin. Wir sollten uns absprechen mit den Durchgehen. Vielleicht geht das automatisch gleichzeitig. So, du hast ja Text und die Unterstützung. But it has arrived too late. This alchemist has already come and gone. And it was all I could do to prevent him from entering the enclave. As it was, many Asterians were injured. And since the confrontation, several more have become ill. We are not sure what is causing it. Wo kann ich hier eigentlich verkaufen? The assault failed here. The alchemist carried on southward toward the temple steps. Commander Vale and her vanquishers arrived a short while later and pursued him, hoping to prevent further damage. Okay. Wir können das Reward ausruhen. Na, ja, hätte ich mal einen der Dinger behalten. Und so, dann werde ich mal sehen, ob die Einhandsachen tatsächlich Fernkampf sind. Commander Vale believes that the alchemist might attack the Wellspring Temple in an attempt to reach the Guardian of Water. Scout the Wellspring Temple and determine if the Guardian of Water is in any danger. Okay, unser nächstes Hauptquest ist, den Wächter des Wassers zu beschützen. Hast du eigentlich Torchlight 1 mal gespielt? Nein, habe ich gar nicht gespielt. Weißt du eigentlich, dass dein Pet dann automatisch in die Stadt gehen kann mit Sachen, die du denen gegeben hast und der ist verkauft? Ja, ich habe einen Let's Test Torchlight 2 angeguckt. Ah. Ja, womit habe ich das gesehen? Genau, der. Hier kann dein Pet auch sogar was einkaufen, so Standardsachen. Kannst du hier eine Shoppinglist mitgeben, dass man Heiltränke kaufen kann. Ja, hab ich vorhin auch schon gesehen, sau gut, ey. Ja, das Pet ist einer. Damit wird das Spiel richtig flüssig, weil man nie zur Stadt zurückgeht, um Sachen zu verkaufen. Ja. Aber weil wir gerade mal hier sind. So. Ups. Genau, Shift und Linksklick ist Sell. Dich behalte ich. So, mal minimal ein bisschen Geld. Okay. So, ich gehe mal kurz fischen, ne? Jojo. Also beim Fischen kann man verschiedene Gegenstände ab und an mal finden. Das ist aber ganz, ganz selten. Und hauptsächlich, ja, verschiedene Fischsorten. Die kann man dann seinem Pet zu fressen geben. Und dann verwandelt er sich für zu einer unterschiedlichen Zeit in irgendein anderes Vieh. So, dieses Fishing Hole ist, glaube ich, hat keine maximalen Anwendungen. Also innerhalb der Kartengebiete ist dann, man hat 5 Versuche dann bei einem Fishing Hole. So, und hier oben ist der Respecker. Da ich meine erste Fähigkeit gar nicht haben möchte, den Magma Spear, werde ich die mal entfernen. Kostet mir ja nur nichts. Man kann maximal die letzten 3 Skills entfernen.
Gut, dass wir nur Level 3 geworden sind. Deswegen bist du so schnell in die Stadt gerannt. Aha. Das ist aber auch recht knapp. Hier unten ja. Sehe ich, dass es... Au, au, au. So. Und hier gibt es ein kleines Nebenquest. Genau. So, wenn wir rausgehen zu den Tempest-Stufen, er könnte unsere Hilfe gebrauchen. Da ist irgend so ein The Stormburn. Wir haben einen Schmied. Okay, wir sollen also quasi einfach den Datenblatt für Rüstungen von denen klauen. Machen wir töten einfach alles und sammeln alles ein, was wir haben. So, yo, ich geh grad durch. Okay, wir können einzeln durch. Wissen wir es auch schon mal. You a new recruit? You have become more strong. Und Level 4. Woohoo. So, kurz Punkte. Okay, das kann ich jetzt auch gar nicht upgraden. Da muss ich jetzt mal schauen, was als wichtigstes ist. Charge ist mir gerade gar nicht mal so wichtig. Das ist nett. Random, nee. Dann, so, ab jetzt kriegen die Gegner dann auch bei Elementar reduzierte Rüstung für ein paar Sekunden. Wenn ich sie mit meinem Attack treffe. Jeha, jeha. So, warte mal kurz. Wir gehen da. Oh, hier! Ich würde erstmal. Crypt. Ja, können wir gleich machen. Okay. Erstmal will ich hier oben. Das ist nicht eigentlich ein recht gerader Weg. Ich möchte hier oben erstmal vorbeischauen. Hauptweg ist unten. So, wen haben wir denn da unten? My duty to tend on the dead, but they're angry, they're risen from the tombs. He's claimed. Gehen wir erstmal runter. Oder hat er jetzt eine Quest wirklich? How may I help? Sagt wieder dasselbe. Okay, wir müssen irgendwas finden anscheinend. Okay, wir gehen gleich erstmal über die Brücke, weil hier unten scheint es wieder zurückzugehen. Ja, da können wir doch die Krypta eben mitmachen, oder nicht? Ach, dann machen wir sie halt. Weil wir müssen da oben gleich ja über die Brücke noch. Wir sollen eine Schriftrolle finden in der Krypta, bla. Man sollte nicht vergessen, sowas vorher anzunehmen, weil sonst muss man komplett nochmal wieder durchlaufen. So, ich gehe schon mal durch. Ja, ich bin auch gerade drin. Und dann lässt der Entgegner das einfach nochmal fallen. Das habe ich letztens mit meinem Outsider gehabt. Da habe ich dann festgestellt, ups, habe das Quest ja, was da draußen gibt, noch gar nicht angenommen. Endboss schon getötet. Und auf einmal der Endboss, kluck, hatte er nochmal ein Item für mich gedorbt. Während ich nochmal an seiner Leiche vorbeilief. So, wir laufen hier mal gegen den Uhrzeigersinn, würde ich sagen. Yo, 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 yo. Mal so ein bisschen orientieren. Weil die können, solche Dungeons können unübersichtlich werden, dass man dann vielleicht Wege vergisst. Und ich hasse es, nicht alles abzuarbeiten. Oh, ich habe mal wieder hier in einer alten Krypta ein paar neue Hosen gefunden. Ein paar neue Hosen. In einer alten Krypta. Ich mache mir da wirklich manchmal Sorgen. Komm, die ziehe ich an hier. Die liegen da schon zwar ewig, aber... Ah, die Truhe greift uns an. Und da kommt... Aua. Okay, da muss ein Besonderer dabei sein. Ja. Au, oh, hier, da haben wir ihn. Ja. Du mal auf Nahkampf. Ich muss auch mal mit dem Nahkampf. Ich habe mal wieder kein Mana mehr. Früher oder später, sage ich. Früher oder später. Zur Not werde ich dann Waffen haben, die mir ganze Zeit Mana dazugeben. Ich brauchte bisher noch keinen einzigen Heiltrank oder Mana-Trank. Nö, das ist auch nicht so
untypisch. Zumindest nicht auf normal. Ich spiele ja tatsächlich nur auf normal. Wieso nur? Ist das zu wenig? Wir können auch hochschrauben. Normal ist, glaube ich, nicht... Also normal ist halt normal, nicht schwer. Also es lässt sich... Normal ist halt nicht schwer. Ja, okay. Das ist verständlich. So, erstmal hier runter. Erstmal hier runter. Die warten da auch. Okay. Dann machen wir halt erst tot. Die waren mir da im Weg, okay. Unsere Pets töten doch sowieso alles, was da rumläuft. Hast du deinen auch auf aggressiv gestellt? Ja, ja, mittlerweile schon. Ich renne auch immer durch diese... durch die Fallen. Ich muss mal einmal hier meine Inventar reingehen. Neue Rüstung, viel stärker als meine jetzige. Okay, dann mach ich das auch mal schnell. Da ist mir 7 Leben wichtiger. Und ich pack... Ups, falsch. Und ich pack den Rest auch schon immer dann zu meinem... Hündchen. Schild nutzt du ja nicht. Nö. Kann ich das mit Rechtsklick einfach rüberschieben? Nee, oder? Wie auf deine... auf mein Pad. Shift gedrückt halten und Linksklick. Okay. So, dann geht das automatisch da rein. Sollte sich hier auch öffnen, dein Pad-Ding. So, weiter geht's. Ich habe noch keine 27 Fokus. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Oh, Level up. Okay, das war's. So, Levelpunkte verteilen. So. Und jetzt dürfte ich auch den anderen Stab mal ausprobieren können. Behalten wir noch den alten. Oh, der gibt mir aber 4 Leben dazu. Ne, die 5 Mana, da scheiße ich dann drauf. Boah, ich kann immer noch nicht die Waffe benutzen von dir.